Herzlich willkommen zurück zur Let's Play 7 Days to Die. Weiterhin mit Jan und Klaus. Jan spielt wieder mit einer Pistole rum. Ich komm nicht, Junge. Klaus. So. Hab ich schon von dann. War voll gefressen hier. Brauche ich nicht. Pistolen und so sind schwachsinnig in dem Spiel. Oh, sie kommen. Es geht los. Lord. Was machen wir jetzt? Bauen wir uns diesmal einen Balkon? Wir haben doch da oben jetzt. Reicht doch. Ein Balkon zum Rausgehen. Wenn man sich rausgehen. Draußen hinstellen kann und Leute abschießen kann. Oder nehmen wir das Dach und stellen uns draußen aufs Dach und schießen dann die Bienen ab. Ich glaube, das ist jetzt überall zugemacht hier. Frag mal ihn da unten, da dir, der da unter dir ist. Ja, mir hat keiner was gesagt, ne? Ich habe doch da extra offen gelassen. Bei Marschall. Geh einen Schritt zurück, bitte. Einen kleinen. Danke. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir auf jede Seite einen haben wollen diesmal. Wir können jetzt hier raus. Hier ist ein Dinges. Können wir rumgehen. Einzel, wegen den Bienen, dass du dich da bewegen kannst. Ja. Die fucking Viecher wegkriegst. Weil eigentlich haben wir das hier immer noch genutzt als Spikes, ne? Ne, brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Na gut, wir können uns ja auch wieder so einen Balkon und so ein Teil oben aufs Dach bauen später. Du weißt, was ich meine. Deswegen ist auch das Haus eingestürzt. Ja, darüber rede ich mal jetzt nicht. Du wusstest aber sofort, was ich meinte, ne? Boah. Oh! Oh yeah! Das ist hier unten so dunkel. Fällt mir mal nicht. Da! So, das. Ach, hier haben wir nochmal 9. Boah, nehmen wir nachher wieder diese Strahler, Jan? Ja. So wie wir beide das schon mal gemacht haben? Ja. Nee, Klaus war da gar nicht bei. Klaus hat da ja mit dem Putin gespielt. Wird uns fallen lassen. Mit dem Putin. Darf man sich jetzt auch nichts bei denken? Nein. Jan, aber wir haben diese Nacht wieder was vergessen, ne? Dann komme ich jetzt runter und werde das erstmal gerade machen. Es ist Pflicht, jede Nacht Spikes zweimal vor die Tür zu setzen. Ach so, ja, okay. Ja, ich glaube, wir müssen hier den ganzen Fußboden aushöhlen, oder? Na nochmal, müssen wir hier auch so Blöcke reinmachen. Eigentlich schon, ja. Ich bin auch gerade überlegen. Aber erstmal gehe ich jetzt runter. Es sind noch 3 Stunden, dann können wir hier unten mal ein bisschen Minenbetrieb, weil wir müssen ja runter. So, ab 24, Jan, habe ich jetzt schon so ungefähr rausgefunden. Ja. Hast du für uns jetzt keine gemacht? Ja. Warum nicht? Ich habe dich gefragt. Jan. Der Part hat dafür gearbeitet, dass ich jetzt so Level 40 werde. Und? Schwachsinn. Bringst du noch Fackeln mit rund? Achso, hast du wahrscheinlich in der Hand, ne? Eine habe ich noch. Ich hab keine Kohle. Ich habe auch noch gar keine gesehen unterwegs. Muss ich jetzt auch mal sagen.
Aua, danke. Ja, Moment. Da war nichts passiert, der Schaden ist aus. Können wir uns gegenseitig nicht boxen? Eigentlich nicht. Hab's extra ausgemacht. Warte, ich probier mal, Klaus. Hast du eine Dingens in der Hand? Was? Eine Bandage. Jawohl. So. Alles klar. Klaus, komm neben uns, das bringt uns doch da gar nichts. Wir müssen tiefer. Weil Klaus hat auch schon Stahl gelernt. Na, Hackengas hier abbauen, Alter. Brauchen unbedingt. Ja, Spitzhacken sind fertig. Eisen, dann lass mal eine droppen. Danke. Kommen wir hier zu dritt und nebeneinander. Ja. Echt nicht? Baust das was, oder? Du? Dann komm hier runter. Ja, weil der Gang war hier oben so schön und jetzt da irgendwie so. Ja, wir wollen ja tiefer. Ja, aber hier. Ja, wir sind so rum und schief. Na, rechts rum. So. Oh mein Gott. So scheißegal, wie ein Gang in der Mine aussieht, Jan. Wir sind so nachher quer, rechts, links, alles gebuddelt, Hauptsache Eisen. Hauptsache in deinem Penis ist gerade, Jan. Glaube ich nicht, Jan. Ja, danke schön. Ich setz keine Fackeln mehr. Mal Fackeln hingesetzt, zwei kaputt. Muss doch nicht immer die kannst du aufheben wieder. Die sind nicht kaputt, die kannst du wieder aufheben. Die sind kaputt. Ja, ist gut. Deswegen habe ich auch vorhin die andere aufgehoben. Ja. Ja, hab ich. Warum leuchtet sie denn da an der Wand? Oh. Da, wo ich und Klaus vorhin gebuddelt haben. Das Stück haben wir gemacht und du hast gebaut. Du kannst die Fackeln wieder aufheben. Da, schlage ich kaputt und hab sie im Inventar. So, nehme jetzt die Fackel und heb sie auf. Wer sie kaputt schlägt, kriegt sie. Da, zack. Tiefer, 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 tiefer rein, immer tiefer rein. Das freut die Mama und den Papa, denn beide haben Spaß. Beide haben. Und Jan, der kriegt als erstes rein, du dai, du dai. Und sucht den Mann mit dem Fahrrad, du dai, dai. Wie lange brauche ich eigentlich noch, um Mining Tools auf 3 zu bekommen? Noch lange. Deswegen kaufen was. Jetzt geht's los hier. Oh mein Gott! Klaus, setz mal eine Fackel. Ja, oder? Gar nichts gebracht. Einfach da hinter mir. Ja. Und ich schlag hier was ab und dann sollte die gleich leuchten. Upsa. Oder auch nicht. Boah, ich hab's im Inventar. Wolltest du nicht mehr. Reicht dir das Licht, Ultra?
eigentlich wisst ihr! Er redet nicht mehr mit uns. Oh. Er hat einen zu kleinen Dödel heute. Dödel, Dödel, Dödel. Dödel, Dödel, Dödel. Wie sind wir denn jetzt schon? 19. Scheiße, Alter. Oh, es ist Tag, ich gehe wieder an der Luft. Hier unten stinkt's. Nach Elefantenfürze. Zack. Und das noch zu machen. Dann das Trinken. Der Ofen aus. Und kein Geräusch. So, Setzlinge pflanzen. Eine Hexe läuft hier hinten schon rum. Die Viecher sind aber so nervig. Juhu. Am Bäume kloppen. So, den haben wir auch. Komm! Woher geht doch. Komm. Hüpf! Das sind Holz, Leute. Wir müssen das Haus angeschaut haben. Und dann müssen wir zusehen, dass einer von uns da unten das Metall findet, dass er das Haus auf Metall kriegt. Jawohl. Aber mal zusehen können, ob wir hier auch mal auf Reisen gehen können. Wir sind erstmal gerade bei Tag 4. Ja. Tag 4. Noch 3 Tage. Dann muss das Grobe stehen. Weil wir kriegen auf zu 100% die Horde ab. Daher mal abwarten. Also 68% reicht noch. War doch nicht so. War nicht taub. Ja. Bauernhof komplett gelootet. Den Bauernhof? Ja. Oder nicht? Ja, ihr seid da hinten ja vorhin rumgelaufen. So. Bin mal gespannt, Jan, ob wir dann mal andere Shops finden wieder. Medikamentenshop wäre geil, ne? Wir sind ja aufgeregt bei mir. Ja, bei mir auch. Weißt du noch, wo der ungefähr war, der Medikamentenshop? Ja. Laufen ist zu weit, oder? Ja. Nein? So.
Weil wäre schon geil eigentlich, wenn man das haben hätte, ne? Hier, wo wir hinlaufen? Ja, ich komme dann gerade zurück. Nämlich gerade zurück dahin laufen. Kommt ihr hoch? Jo. Klaus, willst du mit? Ich bin unterwegs. Mit. Können wir nämlich da gerade zusammen. Ach, wir müssen immer noch hier den Gang hochbauen, Jan. Ja, Medikamenten kriegten wir da. Was kriegten wir da noch? Rezepte, ne? Hier Erste-Hilfe-Kit. Großes, jo. Ne? Ja, und endlich andere Sachen. Genau, und endlich andere Sachen, genau. Ja, wir sagen auf jeden Fall erstmal schon wieder vielen Dank fürs Einschalten bis zur nächsten Folge. Dann gehen wir mal eine kleine Wanderung anlegen. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Sagen auf jeden Fall vielen Dank. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüssi.